Was geht ab, Freunde? René von viel FIFA und Gaming TV hier und herzlich willkommen zur 11. Folge der Serie Let's Kill in die erste Liga. Ja, ich habe euch ja in der letzten Folge gefragt, ob wir nicht endlich mal den Turniermodus starten sollen. Das werden wir heute auch machen. Und hier seht ihr das Team, mit dem wir heute antreten werden. Diesmal bleibt Yaya und Robinho bleiben beide draußen, weil deren Fitness noch nicht so überragend ist. Und jetzt werden wir auch direkt mit dem Turnier beginnen. Also wir werden Goldpokal spielen, weil diesen St. Patrick-Pokal können wir nicht spielen, weil wir keine irländischen Spieler haben, diese Irren da. Und hier sehen wir jetzt nochmal das Team und wir suchen nach unseren Gegner, haben ihn auch gefunden. Er hat ein BVB-Trikot, wir nehmen unser Ajax-Amsterdam-Trikot. Jetzt schauen wir uns mal direkt sein Team an, BVB 1981. Was hat er für ein Team? Er hat ein komplettes Dortmund-Team, also ist anscheinend Dortmund-Fan. Hier mit Lewandowski, Błażejkowski, Reus, Götze, Nuri Sahin. Wir wechseln jetzt erstmal Neymar für Judson ein, weil wenn Neymar von Anfang an gespielt hätte, wäre seine Chemie nicht so gut. Jetzt haben wir Carlos Hidalgo, Drag Backfake, zieht in die Mitte. Und was kommt jetzt? Er probiert es mit dem Schuss, aber der Keeper mit einer schönen Parade. Darauf haben wir jetzt hier den Gegner über Bender. Der zieht hier vorbei an uns, schießt drauf. Da ist das 1-0 für den Gegner in der 30. Minute. Darauf haben wir jetzt hier Götze mit der Ecke auf Lewandowski. Der macht das Ding rein. Der ist groß, dieser Spieler. Kopfball stark. Hat er sich nicht nehmen lassen. Und jetzt haben wir hier direkt Ronaldo. Der spielt auf Neymar, der mit dem Drag Backfake zieht jetzt hier in die Mitte. Spielt auf Carlos Eduardo. Der wieder zurück auf Neymar. Zumba Neymar. Ach hier Neymar. Schade, schade, schade. Darauf jetzt hier Ronaldinho. Scoop Turn. Verschafft sich den Freiraum mit dem Egidi-Spin. Spielt auf Ronaldo. Der direkt auf Wallison. Wallison leitet weiter auf Carlos Eduardo. Der choppt sich hier rein. Spielt auf Cristiano Ronaldo. Der versucht jetzt hier an zwei Mann vorbeizukommen. Wird aber geblockt. Gut gemacht vom Gegner. Jetzt haben wir Ronaldo. Der mit dem Egidi-Spin probiert es mit dem Schuss. Der Ball kommt auf Wallison. Und der, was macht er da? Der muss doch drin sein. Wallison im direkten Zusammenspiel mit Neymar. Und jetzt schaut euch mal diese geile Kombination an. Wallison mit dem Roulette läuft jetzt hier rein, spielt den Ball auf Neymar. Der nimmt den Ball kurz an, bringt die Flanke auf Ronaldo, der mit dem Kopfballtor. Was eine geile Vorarbeit, was eine Kombination. Der Anschlusstreffer. So, jetzt haben wir hier Carlos Eduardo, der probiert es in der 90. Aber da kommt Neymar, Neymar. Der Ball wird abgefälscht. Super. Ja, es geht doch, Freunde, es geht doch. Hier das 2:2 durch Neymar, glücklich abgefälscht. Aber hat auch verdient, der Sack, Alter. Wer legt sich hier mit viel FIFA an? Was soll der Scheiß hier? So, es ging in die Verlängerung her mit Cristiano Ronaldo. Der macht Übersteiger Scoop-Turn. Wow, Tunla. So, in der zweiten Halbzeit jetzt nochmal die letzte Chance über Cristiano Ronaldo. Der mit dem Rabona-Fake. Waka, waka. Läuft jetzt an dem Mann vorbei, bringt jetzt hier. Nein, der bringt keine Flanke. Zieht mal rein und schießt drauf, aber kein Problem für den Keeper. Es musste also ins Elfmeterschießen gehen, wo sich heute alles entscheidet. Reus nimmt jetzt hier den Anlauf, schießt drauf, links vorbei. Neymar macht das besser, er stoppt an, schießt in die linke Ecke, da ist das Ding, ein 1:0 für uns. Jetzt Lewandowski mit dem Anlauf. Der hat den ganz schön hier in die Wolken geschossen. Wallace in die linke Ecke, der Keeper verladen. So, darauf haben wir Mario Götze, der schießt in die Mitte. Felipe ohne Chance. Jetzt sehen wir Carlos Eduardo gegen Weidenfeller. Wer ist der Gewinner? Weidenfeller fischt den Ball aus der rechten Ecke raus. Błażejkowski, der schießt drauf über das Tor. Und jetzt hängt alles von einem Spieler ab. Cristiano Ronaldo. Ronaldo legt sich den Ball zur Stelle, atmet nochmal kurz durch, nimmt den Anlauf, stoppt an, schießt drauf, Golasso! Cristiano Ronaldo, der Mann des Tages, verwandelt den entscheidenden Elfmeter zum Sieg in die nächste Runde. Dieser Junge hat einfach Nerven aus Stahl, immer und immer wieder zeigt er, dass er zu den besten Spielern der Welt gehört, Cristiano Ronaldo. So, wir feiern nochmal alle hier den Sieg. Hier können wir uns nochmal den Elfmeter anschauen. Ronaldo verlädt den Keeper, der springt in die rechte Ecke. Das bedeutet, wir sind im Pokal eine Runde weiter, Freunde. Pepe wird Spieler des Tages, weil er so aggressiv gespielt hat. 586 Münzen kassieren wir für dieses Spiel. Den nächsten Gegner haben wir auch schon gefunden. Schauen wir uns auch gleich mal direkt sein Team an. Und was hat er uns so Schönes zu bieten? Also, ich erkenne da Menes und, X-Men Wolverine? So, jetzt geht auch direkt los über Judson, der mit dem Rabona-Fake, Dragback-Fake läuft hier weiter. Der Ball wird abgefälscht auf Cristiano Ronaldo, der hier mit dem Scoop-Turn in die Mitte wird hier blockiert von zwei Mann. Darauf sehen wir hier Rafael Sobis, der macht einen schönen Chess-Flick, vernascht hier zwei Mann, dreht sich um, zieht in die Mitte, spielt auf Maggie. Der probiert es jetzt mal mit dem Finesse-Shot, aber der Keeper ohne Probleme. Jetzt der Gegner mit seiner ersten Chance über die Idiot, der schießt mal drauf, der Idiot. So, jetzt der Ronaldo, Rabona-Fake, läuft jetzt hier an Mann vorbei, der fliegt auf die Fresse. Was macht der da jetzt hier? Ronaldo spielt Tiki-Taka, Zaka-Maka. So, Übersteiger
Rabona Fake, Waka Waka, der Gegner wieder am Liegen, Scoop Turn, dann fliegt er wieder vorbei, wieder in die Mitte, der Gegner rutscht da die ganze Zeit vorbei, ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Probiert's mal mit dem Schuss, aber der Gegner dazwischen. So, jetzt hier Judson mit dem Rainbow Flick über den Gegner, sah wunderschön aus, spielt auf Rafael Sobis, doch der verliert leider den Ball. Darauf sehen wir hier Ronaldinho, wow, was ein Reverse Elastico, hat den vernascht, zieht am nächsten vorbei, Roulette, der Ball kommt auf Carlos Eduardo, der schießt drauf, da ist das 1-0. Aber was war das für ein geiler Reverse-Elastico von Ronaldinho? Der hat den Gegner förmlich vernascht, hör mal. Jetzt hier der unser Keeper Felipe. Schaut euch nur seine Paraden an. Deshalb habe ich ihn mir gekauft. Guck mal jetzt. Zweimal Weltklasse gehalten vom brasilianischen Keeper. So, jetzt hier Ronaldo zieht jetzt hier in die Mitte. Ganz klarer Elfmeter mit dem Ballrollflick. Wurde hier umgesetzt. Ronaldo schießt in die linke Ecke. Wie im ersten Spiel. Eiskalt verwandelt er seinen Elfmeter. So, der Gegner über die Flanke auf Aubameyang. Der macht hier den Anschlusstreffer zum 1-2. Und hier ganz schlau gemacht von Megidi und Carioca. Hier überrennt er ihn, überläuft er ihn. Und ja, Freunde, da ist die Partie auch vorbei. Wir gewinnen das Spiel mit 2-1. Zwei Spiele, zwei Siege. Also was will man mehr, Freunde? Wir sind somit im Halbfinale des Pokals. In der nächsten Folge werden wir dann die beiden weiteren Spiele spielen. Wenn wir dann hoffentlich auch ins Finale kommen. 583 Münzen kassieren wir für dieses Spiel. Und seid beim nächsten Mal auch dabei und unterstützt uns auf dem Weg ins große Finale, Freunde. Das war's dann von dieser Folge. Haut euch rein. Haut euch rein. Haut rein, Freunde.